Handy am Steuer, ein Punkt. 21 Stundenkilometer zu schnell im Ort, ein Punkt. Die Ampel war schon eine Sekunde rot beim Darüberfahren, zwei Punkte und ein Monat ohne Führerschein. Und bei 8 Punkten ist der Führerschein für mindestens ein halbes Jahr weg. Auch der alte Bußgeldkatalog hatte durchaus deutliche Strafen für Verkehrssünder. Zumindest für Verkehrssünder ohne viel Geld. Denn wer zahlt, der kann sich freikaufen. Gegen eine saftige Gebühr übernehmen Punktehändler wie dieser sowohl Bußgeld als auch Fahrverbote ganz offen und unverhohlen im Internet. Für 660 Euro zum Beispiel soll man sich von den Konsequenzen befreien können, wenn man innerorts zu schnell war. Kann das wirklich wahr sein? Wir recherchieren und finden tatsächlich einen Temposünder, der sich von seiner Strafe freigekauft hat. Er ist zu einem Gespräch bereit, möchte aber nicht erkannt werden. Der Mann arbeitet im Außendienst und ist auf seinen Führerschein angewiesen. Sonntagmorgen, die Straße war super frei, ungewohnterweise. Und dann habe ich gedacht, ich gebe halt mal kurz Gas. 100 Meter später hat es leider geblitzt. Ich war über 40 zu schnell und ist für mich beruflich halt existenziell. Ohne Auto kann ich keine Kunden besuchen. Wenn ich keine Kunden besuchen kann, kann ich keine Aufträge schreiben. Wenn ich keine Aufträge schreiben kann, müsste ich meinem Chef erklären, warum. Also habe ich nach einer Lösung gesucht und bin im Internet fündig geworden. 1000 Euro hat der Mann gezahlt und er konnte seinen Führerschein behalten. Wie ist das möglich? Auf einem Parkplatz in Ludwigshafen treffen wir René Meyer. So heißt er nicht wirklich, aber unter diesem Namen betreibt er einen florierenden Punktehandel. Wie funktioniert sein Geschäft? Also wenn jemand einen Verstoß begangen hat, einen Geschwindigkeitsverstoß, Abstandsverstoß oder einen Rotlichtverstoß, der meldet sich bei mir in aller Regel per E-Mail oder über die 0800er Nummer, sagt mir dann den Verstoß oder mailt mir direkt den Anhörungsbogen. Ich gleiche den mit dem Bußgeldkatalog ab und machen dahin ein Angebot. Sobald René Meyer sein Geld hat, schickt er den Anhörungsbogen an einen Strohmann, der bereit ist, die Punkte und das Fahrverbot zu übernehmen. Wenn es ein Blitzerfoto gibt, achtet er darauf, dass Verkehrssünder und Strohmann sich ähnlich sehen. Der Strohmann füllt den Anhörungsbogen aus, schickt ihn zurück an die Behörde und übernimmt die Strafe. Der Verkehrssünder ist reingewaschen. Und dafür kassiert René Meyer je nach Vergehen bis zu 2000 Euro. Doch wer sind seine Kunden? Natürlich am meisten der Vielfahrer, Außendienstler, Unternehmer, die ihr Kunde besuchen, die unterwegs sind. Es ist aber auch die Hausfrau, die in der 30er-Zone zu schnell ist. Das sind junge Leute, die noch nicht wissen, dass man langsam fährt in der Stadt. Die meinen, sie haben alle Narrenfreiheit. Die müssen es halt auch noch lernen. Also es geht querbeet durch alle Klasse. Ne? Punkte loswerden wollen also viele. Aber wer nimmt die Strafen auf sich, die Punkte in Flensburg samt Fahrverbot? Einer der Strohmänner spricht mit uns. Auch er möchte beim Interview nicht erkannt werden. Ich studiere in Mannheim und brauche mein Auto meistens eh nicht, weil es relativ einfach ist, mit der Bahn zur Uni zu kommen. Und dann bin ich eines Tages auf das Angebot vom Herrn Meyer gestoßen. Ich habe dann den Herrn Meyer kontaktiert per Mail. Da hat er mir dann mitgeteilt, dass man für 2 Punkte und einen Monat Fahrverbot theoretisch 350 Euro verdienen könnte. Das hat mich dann gleich interessiert und habe jetzt halt 2 Punkte in Flensburg, konnte einen Monat nicht fahren. Aber das ist für mich eigentlich kein Problem, weil ich grundsätzlich eh mit der Bahn unterwegs bin und glaube ich seit 3-4 Monaten nicht mehr mein Auto benutzt hatte. Verkehrsraudis kaufen sich frei, Punktehändler wie René Meyer und ihre Strohmänner verdienen ordentlich daran. Und das soll legal sein, so wie es die Punktehändler behaupten? Kann das wirklich sein? Wir fragen beim Bundesjustizministerium nach und tatsächlich bestätigt das Ministerium, Zitat: Der sogenannte Punktehandel widerspricht der gesetzlichen Intention, dass derjenige, der den Verkehrsverstoß begangen hat, auch die dafür vorgesehene Sanktion tragen muss. Das Verhalten ist nach aktueller Gesetzeslage allerdings weder Straf- noch Bußgeld bewährt. Diese Strafbarkeitslücke gilt es zu schließen. Eine Lücke schließen klingt machbar. Wir fragen nach bei Elmar Steinbacher, Ministerialdirektor des Justizministeriums Baden-Württemberg. Aus meiner Sicht, wenn man es mal medizinisch formuliert, ist das ein minimalinvasiver Eingriff. Also mit einer sehr kleinen Änderung könnte man eine große Wirkung erzielen. Zum Beispiel eben beim Straftatbestand der Strafvereitelung nicht nur echte Straftaten, sondern eben auch Ordnungswidrigkeiten wie Verkehrsverstöße einzubeziehen. Und schon wäre die Lücke geschlossen und schon gäbe es keine Möglichkeit mehr, hier zu tricksen.
Obwohl es so einfach wäre, die Lücke wird seit Jahren nicht geschlossen. Zuletzt hat das Stuttgarter Oberlandesgericht 2018 darauf hingewiesen, als es einen Angeklagten freisprechen musste, der ganze 58 Stundenkilometer zu schnell gefahren war. Der Aufschrei war groß, auch in der Politik. Um dem Punktehandel einen Riegel vorzuschieben, forderten im Juni 2018 alle Justizminister einstimmig eine, Zitat, abschreckende Sanktionierung des Punktehandels. Und das Bundesjustizministerium forderten sie auf, einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen, um den Punktehandel zu unterbinden. Seitdem ist scheinbar nichts geschehen. Wir fragen beim Bundesjustizministerium nach dem Stand der Dinge. Die Antwort ernüchternd: Man prüft Regelungsalternativen. Und so eine Prüfung kann dauern. Elmar Steinbacher wird langsam ungeduldig. Es sind sich alle einig, dass hier eine Strafbarkeitslücke besteht. Es sind sich alle einig, 16 Länder und das Bundesjustizministerium, dass man hier tätig werden muss. Von daher ist es aus meiner Sicht eine Frage natürlich auch der Prioritäten des Bundesjustizministeriums, wann das dann umgesetzt wird. Aus meiner Sicht besteht wirklich akuter Handlungsbedarf. Fragt sich, wie viele Jahre es noch dauert, bis der Staat dem Ganzen einen Riegel vorschiebt. Bis dahin tanzen die Temposünder und Punktehändler dem Staat weiter auf der Nase herum.